Du, die ist schön. Durch meinen Vater verliere ich echt alles. Das Haus, den Laden. Und was macht er? Wenn du willst, bringe ich ihn um. Kein Problem. Und anschließend bist du der Erste, der dich verhaftet. Dafür werde ich bezahlt. Warum rufst du John an? Maike. Nein. Nein. Maike. Hallo, Moment. Kollege. Komm raus, Jimmy. Maike. Maike. Du musst die Fotos übernehmen. Packst du das? Decke. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Mach du deine Arbeit. Danke. Ah, Skaya. Du kannst es kaum erwarten, was? Nein. Tief empfundenes Beileid. Er ist tot. Ja, komm, los. Hol dir meinen Vater. Na, Thomas? Wieder mal zu spät? Klar. Wollte nur mal ein bisschen frische Luft schnappen. Tief einatmen, Thomas. Ganz tief einatmen. Du bist wirklich schneller als ein Fliegenschiss. Meinst du, sie ist böse? Du hast überhaupt kein Fingerspitzengefühl. Nicht, dass der Torwart ihn unter die Erde bringt. Warum lässt du den Leichenwagen nicht draußen auf der Straße stehen? Niemand will sehen, wie du hier vorfährst. Ich will auch keiner sehen, Junge. Und du auftauchst, da ist nur Mord und Totschlag. Guten Abend, Herr. Moin. Schön, Sie zu sehen. Ach, bei Ihnen ist es schön. Dumme Frage, ja? Haben wir Sie aus der Badewanne geholt? Charmant wie immer. Das ist nicht mein Sohn. Das ist ja Maike, ihre Freundin. Der Tote ist ihr Vater. Es tut mir leid, Junge. Soll ich die Arbeit erstmal übernehmen? Das ist kein Problem. Darüber machen Sie sich mal keine Gedanken, das kriege ich getrennt. Erst ruinierst du Maike und dann stiehlst du dich aus dem Leben wie ein Dieb. Sie denken an Selbstmord. Er hatte 500.000 Schulden. Haus weg, Laden weg. Das gehört jetzt alles der Bank. Wieso hat Maike das zugelassen? Weil sie keine Ahnung hatte. Sie hat das erst gecheckt, als er die Zinsen nicht mehr zahlen konnte. Und die Bank will natürlich das Geld zurück. Wofür hat er das ganze Geld gebraucht? Das Geheimnis nimmt Ingmar Briggs mit ins Grab. Wenn das mein Vater wäre. Er muss noch versucht haben, sich am Seil wieder hochzuziehen. Vielleicht hat er sich anders überlegt. Zugegeben spät, aber möglich wär's. Gut, aber das erklärt nicht diese Wunde am Hinterkopf. Schlag mit einem kantigen Gegenstand. Das ist ja Mord. Mein Gott. Moin, Pastor. Wer hat das getan? Jemand, der es mit dem 6. Gebot nicht so genau nimmt. Den 5. Du sollst nicht töten, das ist das 5. Da hat wohl einer in Religion geschlafen. Offensichtlich. Pastor? Dann. Das ist meine Kirche. Mein Tatort. Unser Tatort. Jung.
unser Tatort. Guten Abend, ich bin Hauptkommissarin Neubauer. Frau Neubauer aus Berlin. Das freut mich sehr. Frag Zobel. Ich habe schon gehofft, Sie hier zu sehen. Ach. In der Kirche. Sonntags. Vater, ihr könnt jetzt. Ist Ihnen denn heute Nacht irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Meine Schuhe. Das sind meine Schuhe. Karl, was machst du denn hier? Meine Schuhe. Das sind meine Schuhe. Ja, es ist meine Schuhe. Tut mir leid, in der Eile. Meine Schuhe. Entschuldigung. Meine Schuhe. Danke. Schöne Schuhe. Sterne böse. Karl. Sehr böse. Zieh die Schuhe sehr an. Böse Sterne. Was ist denn mit den Sternen? Sehr böse. Sterne böse. Warum sind die sehr böse? Böse? Karl ist Autist. Er spricht dich mit Fremden. Karl? Sehr böse. Geh schlafen. Böse. Sterne böse. Sie sollten das, was er sagt, nicht allzu ernst nehmen. Er ist gewissermaßen in seiner eigenen Welt gefangen. Und er wohnt hier im Pfarrhaus? Ja, ja. Er ist hier angestellt. Verrichtet einfache Arbeiten. Und wissen Sie, wo er in den letzten Stunden war? Im Pfarrhaus? Gut, das klar, danke. Feierabend! Moment! Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Die ersten Stunden nach der Tat sind entscheidend. Der Tote ist tot. Er hat alle Zeit der Welt. Reik, ab in die Koje. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Komm hier morgen nicht mit der gewerkschaftlichen Ruhezeit von 11 Stunden. Um 8 Uhr bist du an Bord. Anna? Ja. Alles okay mit dir? Hm? Ja, alles klar, alles fit im Schritt. Warum starrst du denn das Seil so an? Ach, das Seil. Früher gab es auf dem Marktplatz so einen Galgen mit einem Erhängten. Das war das Event, konnte man Eintritt für verlangen. Heute musst du für dein Geld arbeiten. Na komm, spinn die Hufe. Ach, schau mal hier. Da ist der Fall ja gelöst. Da brauchen wir nur noch das Haus zu finden, an dem solche Steine verbaut wurden. Ja, vielleicht findet die KTU ja aber auch Fasern von einem Taschentuch. Wie geht's, Maike? Ich habe ihre Cousine in Hamburg angerufen. Sie ist in der Nacht noch hier. Oh, Problem gelöst. Maike ist meine Freundin. Ich bin für sie nicht Familie. Ihre Freundin? Bedeutet sie Ihnen so wenig, dass Sie sich nicht selbst um sie kümmern wollen? Sie hat mich um den Anruf gebeten. Und ich respektiere das. So wie ich Sie respektiere und meinen Vater und Wiebke und Reik. Und Reik? Ja, auch wenn Ihnen das komisch vorkommt, aber wo ist denn der überhaupt? Der soll sich mal ausschlafen. Ja. Der Kurier von der KTU ist da. Sind die Hellseher? Ich habe ihn heute früh gleich bestellt. Echt? Und wer ihn nichts gefunden hätte? Dann hätte ich eine benutzte Tasse aus der Küche hingeschickt. Respekt. Wie geht's, Maike? Die Arme. Weil ich habe ja gehört, ihr Schuldenberg soll riesig sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Dann lass es. Mhm. Apropos Schulden. Du bekommst noch dein Geld zurück. Hä? Hier war doch ein 50-Euro-Schein drin. Ist er weg? Etwa gestohlen? Nee. Hab ich wohl getäuscht. Respekt, Klaas. Sehr schön. Dein Sohn, das muss doch eine Riesenenttäuschung für dich sein. Wirft einfach alles so weg. Die ganze lange Familientradition. Aber, Entschuldigung, ich wollte nicht den Tag versauen. Oh, Jon weiß, was er tut.
Klaas, noch zahle ich dir einen fairen Preis. In einem halben Jahr hole ich den ganzen Schrott hier vom Insolvenzverwalter raus. Ganz schnell. Hätte ich so fast vergessen. Du brauchst Brix gar nicht vom Gerichtsmediziner abholen. Maike hat mich beauftragt, ihn zu beerdigen und hat mir eine Vollmacht ausgestellt. Schönen Tag noch. Was war das denn für ein Arsch? Meine Mimi. Ich wollte fragen, ob Sie einen Job für mich haben. Du weißt doch, wer du bist. Sauber machen, Staub wischen, Fenster putzen. Ich bin super. Stundenlohn? 7 Euro. 6,50. Okay, ich kann gleich anfangen. Immer mit der Ruhe. Morgen reicht. Können Sie mir vielleicht einen Vorschuss geben? 50 Euro? Und dann sehe ich dich nicht wieder. Ich bin in Berlin schwarz gefahren. Und vom Umzug dachte ich, ich wäre dann weg, aber die von Inkasso haben mich gefunden. Sie müssen kassieren. Hm? Für 10 Stunden. Nee, 8,3 Periode. Du vergisst die Zinsen, das ist Vorschuss. Das Leugnen also war sein Todeskampf. Man möchte sich das nicht vorstellen, wie die Kraft aus den Fingern weicht, die Schlinge sich unerbittlich zuzieht, wie die letzten verzweifelten Rufe verhallen und nur noch ein Röcheln bleibt. Wer ist so grausam? Wenn wir wissen, wo die 500.000 ist, dann haben wir den Täter. Irgendwelche Vermutungen? Windige Geschäftspartner, jemand, der ihn beim Glücksspiel ausnehmen wollte. Ja, oder einen Finanzberater, den Brix verklagen wollte. Darunter gibt es einige Verbrecher. Ich sag nur mal Schiffsbeteiligung. Ja, ja. Da kann man einiges Geld versenken. Du weißt. Chef? Moment bitte. Jetzt nicht, Fräulein Hoge. Ihre Frau ist am Telefon. Ach, die Regierung. Ja, stellen Sie durch. Hallo, Spatz. Was gibt's? Nee, also... Jon. Das kann ich doch jetzt nicht. Haben Sie als Kind zu Hause mal heimlich Geld genommen? Sie meinen, ob ich meinen Vater beklaut habe? Nein. Wer will das wissen? Schickt er sie. Sie meinen, die 50 Euro. Und Sie denken, Ihre Tochter... Ich kann mir das nicht vorstellen. Haben wir das in dem Alter nicht alle gemacht? Mimi ist in Berlin zu Fuß quer durch die halbe Stadt gelaufen, um nicht schwarz mit der S-Bahn fahren zu müssen. Hätte sie sich nie getraut. Die raue Seeluft. Da geht so einiges. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Schiffe versenken. Was haben wir noch? Es gibt noch den Pfarrer. Das heißt hier Pastor. Sie glauben, der Pastor was? Ich denke, dass er glaubt, dass es Karl gewesen sein könnte. Er glaubt. Glauben heißt nicht wissen. Aber davon versteht der Pastor was. Dieser verrückte Karl ist mir nicht geheuer. Es würde mich nicht wundern. Naja, also, nehmt den Pfaffen ins Gebet, ja? Quasimodo. Wie geht es dir? Immer besser. Seitdem mir klar wird, wie sehr mich ruiniert hat. Hat Ihr Vater vielleicht mal irgendeine Firma erwähnt oder Geschäftspartner, mit denen er zu tun hatte? Nein. Mein Vater hatte keine Geschäftspartner. Er hatte keine Feinde und keine Freunde. Er hatte niemanden. Nur seinen Stern. Das Geld ist die einzige Spur, die wir haben. Jod, ich weiß nicht, wo es ist.
Und es ist mir auch egal, wer ihn warum umgebracht hat. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann würde ich jetzt gerne allein sein. Kann man nicht dieses scheiß Gebimmel ausstellen? Hallo. Hallo. Sie wollen zu mir? Ja. Ich nehme an dienstlich. Sowohl als auch. Soll das heißen, dass ich Sie in Zukunft dann öfter hier sehe? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das wollen. Offen gesprochen, ich bin Atheistin. Es ist gut, dass Sie das so klar sagen können. Da hätten wir schon die erste Gemeinsamkeit. Wollen wir uns weitere Gemeinsamkeiten vielleicht für später aufheben? Fürs Erste hätte ich eine Bitte, von der ich allerdings nicht weiß, ob Sie sie erfüllen können. Mein Arbeitgeber versetzt, wenn es sein muss, Berge. Könnten Sie sich vorstellen, in den nächsten Tagen auf das Läuten der Glocke zu verzichten? Das ist für Maike sehr schmerzhaft. Es wird zwar nicht ganz leicht sein, das Karl beizubringen, aber ich werde mein Bestes geben. Was hat denn Karl damit zu tun? Die Glocke ist ein Ein und Alles. Mittags um 12, abends um 6. Karl ist da genauer als jede Funkuhr. Ach, Karl ist der Glöckner? Glauben Sie, er könnte vielleicht was mit dem Mord zu tun haben? Ich kenne Karl erst seit einem halben Jahr. Da habe ich ihn sozusagen mit dem Pastorat übernommen. Er gehört hier quasi zum Inventar. Aber ich glaube nicht, dass der... Karl ist ein großes Kind. Ich mache mir eher Sorgen, was das alles in ihm auslöst. Ein Toter an seiner Glocke. Bitte, Mimi, ich werde dir jetzt nicht den Kopf abreißen, aber lüg mich nicht an, okay? Der Schein war gestern noch in meinem Portemonnaie. Meinst du den? Wie kannst du nur denken, dass ich dich belüge und bestehle? Ich wollte es doch selbst nicht glauben. Kannst du ihn fragen? Hast du ihm davon was erzählt? Er war der Meinung, du warst es. Und sowas nennt sich Kommissar. Bitte, Mimi. Krass. Könnte mir passen. Finger weg, das ist mein neues Kleid. Ich brauche deine Klamotten nicht mehr. Ich kann mir jetzt eigene kaufen. Ich habe jetzt nämlich einen Job. Wirklich? 6 Euro die Stunde. Das ist ja total cool. War auch nicht so einfach. Ja, und wo arbeitest du? Bei Klaas. Den Bestatter? Was machst du da? Totengräber, Leichenwäscher. Was? Das war ein Witz. Ich mach sauber. Okay. Wo machst du sauber? Im Geschäft. Außerdem putze ich Fenster, was sonst noch anfällt. Also, Mimi, versteh mich bitte nicht falsch. Ich find's ganz toll, dass du dir selbst einen Job organisiert hast. Wirklich. Aber ich weiß nicht, ob es ausgerechnet beim Bestatter sein muss. Was hast du gegen Klaas? Nichts. Der ist ja nett auf seine Art, aber... Ich bin dein Problem. Warst mir nie eine große Hilfe, Junge. Hast mich mit dem Laden im Stich gelassen, gut. Aber wenn du mir jetzt auch noch zur Last wirst, was soll ich da mit dir machen? Kopf abreißen? Jetzt pack mal die Brechstange wieder ein. Sag einfach, was los ist. Hier. Maike lässt ihren Vater von Thorwald bestatten. Was? Ja. Er ist ja auch nie besonders nett zu mir. Ich weiß, was die Leute machen, wenn die Freundin meines Sohnes zur Konkurrenz geht. Dann kriege ich nicht mal mehr. Die toten Schwiegermütter! Ja! Was ist denn der hier? Karl! Die Scheibe geht kaputt. Die Sterne töten uns. Die Sterne töten Karl, uns. Die Sterne töten uns. Töten uns. Die Sterne sind böse. Karl. Töten ist böse. Böse. Setz dich mal dahin. Töten ist böse. Warum sind die Sterne böse, Karl? Ich habe Angst. Karl, was ist passiert? Ich war oben auf dem Kirchturm, Sterne beobachten. Briggs fasst mich an. Ganz fest, ganz fest, ganz fest. Großes wird passieren! Karl, alle werden staunen! Großes wird passieren! Ganz fest, ganz fest! Setz dich mal. Ganz fest! Setz dich hin. Also du meinst,
dass die Sterne Brix getötet haben. Sterne töten? Karl, Sterne können nicht töten. Sterne töten? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin Polizist. Polizist? Weiß ich doch. Polizist, weiß ich doch. Ja, komm, Karl, geh jetzt nach Hause. Komm. Weiß ich doch. Karl. Weiß ich doch. Weiß ich doch, Polizist. Polizist. Großes passieren. Junge, Karl hat doch nicht mehr alle Knoten im Netz. Eine partielle Mondfinsternis ist das nächste große Ereignis, das wir am nächtlichen Himmel betrachten können. Aber bis dahin musst du dich nur 2 Jahre gedulden, mein lieber Patterson. Aber da gibt's doch noch andere große Ereignisse. Tu nicht so, als könntest du nur eine Zeile davon verstehen. Naturwissenschaften gehörten schon in der Schule nicht zu seinen Königsdisziplinen. Da gab es doch diesen Kometen. Er meint bestimmt Halley. Ja, Halley. Und? Der kommt nur alle 76 Jahre in unser Sonnensystem. 2061 ist er wieder hier. Tja, da sind wir schon in Rente. So Pech. Ich bedauere Ihnen nicht helfen zu können. Woran ist denn damals Ihre Freundschaft zu Brix eigentlich zerbrochen? Das ist schon so lange her. Ja, und jetzt kommt auch noch die Altersdemenz hinzu. Wir haben damals an Sternennebeln geforscht. Aber plötzlich hat ihn das nicht mehr interessiert. Er fing an, sich seine eigene Ausrüstung zu besorgen. Und dann haben wir uns schließlich aus den Augen verloren. Schade. Wir dachten, Sie könnten uns helfen. Ich glaube, wir müssen noch. Was kostet denn so ein richtig gutes, teures Teleskop und alles, was man noch dazu braucht? Warten Sie mal. Das rechne ich Ihnen mal zusammen. Patterson, sitzen. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Bei 70.000 ist Schluss. Das bringt uns nicht weiter. Ach nee, Schlaumeier. Sie trommeln mich in aller Herrgottsfrühe raus, weil Sie auf einmal esoterisch werden und glauben, dass die Sterne was mit dem Mord zu tun haben. Und was bringt uns das am Ende? Auch nicht. Karl ist nicht blöd. Auch wenn er so klingt. Er denkt sich sowas nicht einfach nur aus. Ja, aber das darf man doch nicht wörtlich nehmen. Großes passiert. Was haben Sie erwartet, dass Ihr Raumschiff Orion auf dem Krabbenkutter landet? Ja, dafür fehlt mir Ihre Fantasie. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, ich wollte los, aber Sie mussten ja noch ewig mit Kluger sabbeln. Ja, was machen wir jetzt? Warten. Warten? In 5 Stunden haben wir wieder Wasser unterm Kiel. Da kommen Sie. Ich habe natürlich immer ein Prinzessin-Backup dabei. Du jetzt denkst, ich höre ja mit. Aber bei so einer Gelegenheit da... Mensch, wo warst du? Ich habe mich total verlaufen. Ich war gerade dabei, einen Suchtrupp nach dir loszuschicken. Schön, dass ich euch fehle. Haben wir Nachricht von der KTU. Die brauchen bis morgen. Und was ist mit den Tatortfotos? Sind in Arbeit. Ich dachte schon, Sie wären abgesoffen. Sehr enttäuscht? Frau Neubauer, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich hatte schon Angst. Dass ich Ihnen als Wasserleiche Probleme mache, das ist nicht meine Art, Herr Hinrichs. Sie müssen erschöpft sein. Na, kommen Sie. Fräulein Hogel, machen Sie bitte 2 Steifelkrog, ja? Ja, und die Arbeit? Das schafft er doch auch mal allein. Nicht jung? Ich komme gleich nach. Grog von Wiebke ist härter als jede Wattwanderung. Wenn ich von der Belohnung gewusst hätte, dann wäre ich glatt mitgegangen. Was wird das denn? Beweise sichern? Wer weiß, wann wir das noch brauchen.
Ich dachte, das ist Pillepalle. Als ich beim Mord angefangen habe, da hat ein Kommissar am Tatort noch die Zigarette ausgetreten. Warum haben Sie sich für die Arbeit beim Mord entschieden? Och, ich habe mich als kleiner Junge schon für Leichen interessiert. Ich bin meinem Vater zur Hand gegangen. Waschen, anziehen, schminken, Haare ondulieren. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja. Das wurde gut bezahlt. Und ich konnte Zeit mit meinem Vater verbringen. Nora, kommen Sie mal. Kommen Sie. 2 Minuten Vertrauen. Setzen Sie sich. Anlehnen. Okay. Augen zu. Hey, Vorsicht. Einfach bequem da liegen. Einen Moment. Abracadabra. Wow. Ground control to Major Tom. Gefällt es Ihnen? Ich habe früher mit meiner besten Freundin nächtelang am Pool gelegen und auf Sternschnuppen gewartet. Am Pool? Ja, wir. Die Eltern meiner Freundin hatten einen. Und was haben Sie sich dann gewünscht? Dass Bob Marley aufersteht und mit uns einen Joint raucht. Schön. Was machen wir hier eigentlich? Wir versuchen uns ins Mordopfer einzufühlen. Sie haben schöne Beine. Sie meinen, ich könnte als Strumpfmodel eine Zweitkarriere machen? Offensichtlich meinen Sie das. Ach du Scheiße. Was ist? Okay. Das ist die Freundin vom Bürgermeister. Oh. Und das ist die Frau vom Richter. Oh. Und das hier ist die Frau von Henrichs. Das ist doch mehr als ein Strumpfmodel. Wie soll ich es insignieren? Mann, Mann, Mann. Wie einsam muss ein Mann sein? Warten, Sie nehmen den Kerl in Schutz? Wer weiß, was er noch alles gemacht hat, außer den Fotos? Ja gut, ich gebe zu, er hatte einen an der Mahne. Es gibt Männer, die gehen ins Bordell. Andere sammeln getragene Schuhe oder Unterwäsche. Dein Vater hat sich am Anblick schöner Frauen erfreut. Er ist mir ein einziges Rätsel. Und ich will es ehrlich gesagt nicht lösen. Ich könnte ihn verscharren. Hier, das war im Safe. Ein Haufen Zahlen. Das ist das Einzige, was mein Vater mir hinterlassen hat. Ist das der Grund, warum du deinen Vater von Torwald bestatten lässt? Was? Worauf willst du hinaus? Ich will einfach nur wissen, was der Grund ist. Er ist unschlagbar billig. Und ich schwimme ja zurzeit nicht gerade im Geld. Aber darüber kann man doch reden. Mit deinem Vater. Über Geld, ja? Nein, mit mir. Und nicht nur über deinen Vater. Ich will einfach wissen, wie es dir geht. Du machst einfach die Schotten dicht. Ich habe nie verstanden, warum du keine Familie und keine Kinder haben willst. Aber jetzt... Ich war so sauer auf deinen Vater. Der war so schnell da und das sah aus, als hätte er nur darauf gewartet. Aber das ist dein Geschäft.
Und dass er schnell ist, das zeigt, dass er gut ist. Und das ist er wirklich. Ich rufe gleich Torwald an. Was kostet mich Maikes Vater? Du willst seine Leiche kaufen? Nenn mir die Summe! Maike ist zu mir gekommen. Ich habe mir auch gezögert. Ich dachte, wie kann sie das ihrem Schwiegervater in Spee nur antun? Aber sie wollte, dass ich ihn bestatte. Da kann ich ihn ja jetzt nicht verkaufen. Sie war nicht bei dir. Du bist zu ihr gefahren. Jetzt wird man nicht kleinlich. Ja, jedenfalls hat sie unterschrieben, nicht? Torwaldbestattung, ja. Ja, ich verstehe. Jo, danke. €1.500. Das lag in seinem Safe. Es muss doch was bedeuten. Das ist alles so unübersichtlich. Nur in Bruchstücken, logisch. Aber hier, also für mich sieht das aus wie Berechnungen zu beweglichen Himmelskörpern. Donnerwetter! Da hat jemand einen Kurs an der Abendschule belegt, was? Macht Ihnen das eigentlich Spaß? Was sagt denn deine Kollegin? Sie hat das noch gar nicht gesehen. Dann darf ich dir einen guten Rat geben. Mhm. Du blamierst dich bis auf die Knochen, wenn du ihr das hier als etwas Ernsthaftes präsentierst. Schade. Ich dachte, das wäre was Großes. Bei seiner Technik wäre das ungefähr so, als würde man mit einer Stecknadel auf Elefantenjagd gehen. Da braucht es andere Kaliber. Tut mir leid. Hallo, Reik. Hallo. Was ist das? Ich habe gerade die Tatortfotos eingeheftet. Zeig mal her. Da ist ja überall der Kopf abgeschnitten. Hm? Auf jedem Foto. Der Autofokus von der Kamera spinnt. Reik. Dieser Anblick, das erhängt nicht. Ich habe keine Luft mehr bekommen, das ist so eklig. Ich muss mich an Tote eben erst noch gewöhnen. Tu das nicht. In den ersten Jahren musste ich mich immer übergeben. Ich muss mich heute noch zwingen, hinzusehen. Wie machst du das? Ich belohne mich. Mit einer neuen Bluse, ein paar Schuhe. Ich denke einfach an was Schönes. Oh, sprechen Sie von mir. Ah, es geht nur um was Schönes. Sag ich doch. Oh, ich kann Sie gerne Adonis nennen, wenn Sie Wert darauf legen. Ich meine diesen schwulen Römer. Homosexuellen. Also, gleichgeschlechtlich orientierten Mitbürger von Rom. Adonis war weder schwul noch Römer. Er war vielmehr der schönste Jüngling Griechenlands. Das kann ich jetzt allerdings nicht annehmen. Jüngling wäre ein bisschen übertrieben. Ich gehe dann. Besser ist. Was hat Kluge zu den Aufzeichnungen gesagt? Der wollte mir einreden, das ist Pillepalle. Ich weiß noch nicht welches, aber irgendein System steckt hier dahinter. Ja? Dein Vater will, dass ihr zu ihm kommt. Wir? Ja. Zerreißen sich jetzt wegen der harmlosen Fotos das Maul, aber keiner weiß, wie hart es ist, allein zu leben. Als Mann mit einem Balg am Bein. Ich schon. Moin. Moin. Hallo, Herr Petersen. Warum kommst du nie einfach auf die Wache und sagst, danke, mein lieber Sohn, dass du es für mich geregelt hast? Du kommst doch sonst wegen allem angedackelt. Wofür? Dass ich Torwald 1.500 gezahlt habe, damit er ihn rausholt? Du hast bitte was? Ja. Aber ich habe doch mit Maike gesprochen. Sie hat Torwald angerufen und ihm gesagt, dass er raus ist. Oh, dieser Schweinehirte. Und mich lässt er noch bluten. Warum sollten wir noch herkommen? Ach so, ja. Anstatt euch den Obduktionsbericht zu geben, hat Torwald, dieser Idiot, ihn zu dem Toten in den Sarg gelegt. Hier. Hallo, Herr Petersen. Ich bin jetzt da und fang an. Es ist 15:00.
Sie macht das. Moin, Mimi. Ich klaue schon nichts. Habe ich das gesagt? Zu meiner Mutter schon. Und? Du hast das Geld doch geklaut, oder? Ich meine, sonst hättest du dir von meinem Vater keinen Vorschuss geholt. Was sind das für Scheiß-Bullen-Methoden? Komm mal wieder runter. Mimi, ich muss mal mit dir sprechen. Ich aber nicht mit dir. Das ist hier einfach kein Job für ein Mädchen wie dich. Was weißt du denn schon von einem Mädchen wie mir? Du bist ja schlimmer als deine Mutter. Hat die dich etwa geschickt? Pass mal auf, ich besorg dir einen neuen Job. In einem Café oder in einem Kino oder in einer Modeboutique. Ich meine, wenn du unbedingt stinken willst, dann kann ich dir auch was zum Fischeschuppen besorgen. Du hast die freie Auswahl. Ich will aber keinen anderen. Das hier alles macht mir überhaupt nichts. Mensch, Mimi, hier, kein Problem. Komm da raus. Ich bin jetzt tot. Damit macht man keine Witze. Tot. Okay. Ich höre nichts. Mimi? Mimi? Was ist hier los? Haben Sie meine Tochter gerade in den Sarg gesperrt? So ein Quatsch. Sie ist in den Sarg geklettert und dann ist der Deckel runtergefallen und ich habe sie vor dem sicheren Erstickungstod gerettet. Stimmt das? Ja. Er hat mich befreit. Okay. Es sah nur gerade echt anders aus. Aber dann hätten Sie mich richtig kennengelernt, Jon. Was machst du nur für Quatsch? Da landen wir alle noch früh genug drinne. Ach, das machen alle Kinder mal. Stimmt's? Ja. Hallo? Wurde mit diesem Backstein erschlagen. Und jetzt kommt der Hammer. Der Handschuh des Täters war in Meerwasser getränkt. Das heißt, wir haben einen Handabdruck des Mörders. Hm? Ach, ich wollte nur Bescheid geben, dass ich heute früher gehe. Ja, und ich werde in den nächsten Stunden telefonisch nicht erreichbar sein. Okay. Das kann einem ja richtig den Appetit verderben. Moment mal. Quasimodo. Ich wusste es. Es war doch gut, dass ich ihn noch mal gesehen habe. Vielen Dank. Wie lange wirst du bei deiner Cousine in Hamburg bleiben? Ich muss erst mal meinen Kopf freikriegen. Ich weiß es nicht. Wenn du irgendetwas brauchst, ich bin immer für dich da. Fahr nicht nach Hause. Ich stelle nur die Sachen von deinem Vater in den Kofferraum. Oh, dieser ganze Krempel, den will ich nicht haben. Ich nehme nur das Bild mit. Das kam vor einem halben Jahr mit der Post. Warte, ich helfe dir mit dem Rahmen. Was ist das denn? Da ist dein Geld. Und mir hat er gesagt, er war im Urlaub. Ja. Solange du mir nicht beweisen kannst, dass Quasimodo unschuldig ist, bleibt er hier. Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer, Heiner. Karl war es nicht. Der ist doch gar nicht in der Lage, einen Selbstmord durch Erhängen vorzutäuschen. Er war am Tatort. Dafür gibt es schwarz auf weiß einen Beweis. Und sein Motiv? Er ist verrückt. Hier, dieser Stein kann Karls Unschuld beweisen. Hier ist nämlich der Handabdruck des Täters darauf. Wenn seine Hand größer oder kleiner ist, dann scheidet er Täter aus.
Hier, Karl. Karl, passt du den Stein bitte mal an? Na wunderbar. Du hast ja eingestellt. Wer war dann der Täter? Macht dir einer von ihnen überhaupt seine Arbeit? Wenn du sie uns machen lassen würdest. Ach. Hier. Dafür hat Maikes Vater 500.000 ausgegeben. Cape One Observatorium Mauna Kea, Hawaii. Ganz schönes Kaliber. Passt doch. Schauen Sie sich das Büchlein doch bitte noch mal ganz genau an. Meine Kollegin hat zwar ein 1er-Abitur, aber... Aber mein Kollege zweifelt gerne an meiner Kompetenz. Ich sage, das ist nur chaotisches Gekritzel. Ich will ja meinem ehemaligen Mitstreiter nicht zu nahe treten. Zumal jetzt, wo er tot ist. Das ist Kinderkram. Tja, jeder macht Fehler, Herr Oberstudienrat. Jeder. Sie sind verhaftet. Dieser Kinderkram beschreibt die Entdeckung eines neuen Asteroiden. Notiert im Sommer 98, als Ihre Freundschaft mit Ingmar Briggs zerbrach. Sie haben ihn gemeinsam entdeckt. Was redest du da? Die Entdeckung allein zählt für einen Astronomen nicht. Er muss seine Existenz anhand wissenschaftlicher Daten belegen. Sie haben jahrelang mit Briggs um die Wette geforscht. An ein und demselben Asteroiden. Allerdings vergeblich. Denn für den Beweis braucht es ein ganz anderes Kaliber. Wissen Sie, was es kostet, 3 Nächte mit diesem Teleskop zu arbeiten? 500.000 Euro. Und 4 Jahre Wartezeit. Kennen Sie dieses Teleskop? Das Keck 1 auf dem Mauna Kea. Ganz schönes Kaliber. Was soll das? Ingmar Briggs hat sein Haus und alles aufs Spiel gesetzt und sie deshalb geschlagen. Geschlagen ist so lächerlich. Gut, dann heben Sie bitte diesen Stein hier an. Millionen Menschen haben die Handschuhe. Die Handgröße 9,5. Ja, aber die haben vor der Tat nicht in Salzwasser gefasst, wie es einem auf einer Fahrt mit dem Boot vom Leuchtturm schon mal passieren kann. Dieses Heftchen hier ist für Millionen von Menschen bestenfalls Toilettenpapier. Für Sie ist es die Bibel. Die 20 Zeilen auf Seite 17, vor 2 Wochen erschienen, waren für Sie der Grund für einen Mord. Ich zitiere mal eben. Das Committee on Small Body Nomenclature hat die Forschungen des deutschen Amateurastronomen Ingmar Briggs bestätigt und gibt bekannt, dass der bis dato unbenannte Asteroid von nun an den Namen Maike trägt. Ich hatte ihn zuerst gesehen. Ich. Genau. Er hatte kein Recht. Und das war für Sie der Grund, auf die erste sternklare Nacht zu warten. Sie haben sich in die Kirche geschlichen, haben ihn niedergeschlagen und ihn aufgehängt. Meinen Namen sollte der Asteroid tragen. Für die Entdeckung des Asteroiden hat mein Vater posthum den Mauna Kea-Preis bekommen. $300.000. Das ist kein gutes Geschäft. Bei 500.000 Euro Einsatz. Dafür trägt er meinen Namen. Mama, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Mit dem Geld, ich hatte die 50 Euro genommen und... Ich weiß, Mimi. Das Geld ist nicht das Problem. Ich muss ganz kurz hier mit dem Kranich, weil man hat immer den Eindruck, dass der sich immer ein bisschen verändert. Da haben jetzt Astrologen rausgefunden, dass der eben alle 4 Jahre, und zwar immer im Schaltjahr, schielt der Kranich ein bisschen. Ja, das ist wirklich so. Der hat eben diesen schimmernden Nagel an der Kralle, also quasi der Zehennagel. Der strahlt eben direkt ab. Das strahlt eben ab von dieser Sonne. Wenn meine Mutter nicht erfahren soll, dass du gelogen hast, schuldest du mir was. Okay. Also von mir erfährt deine Mutter nicht, dass du sie beklaut hast. Das weiß ich, ich hab sie erzählt. Ach so. Sag mal, du bist ja eine berechnende kleine Erpresserin. Mag ich gar nicht. Ich bin in den letzten Monaten in Berlin schwarz gefahren. Weiß ich.
Hat mein Vater mir erzählt? Und da kam noch mehr Post. Warum fragst du da nicht einfach? Für 320 Euro. Fragen kostet nichts. Hätte ja klappen können. Nee, nee. Also, ich habe kein Problem damit, wenn Mütter wissen, dass ich Erpresserin in einen Sarg sperre. Nur für die Zukunft. Das hier, das ist erledigt. Okay? Na, jedenfalls, diese schimmernde Partie am Fuß. Nein. Vergiss es. Ist gut. John, wissen Sie was? Meine Tochter hat mir die Wahrheit gesagt. Ehrlich? Jetzt dürfen nur Sie nicht an ihr verzweifeln. Ja, fürs Erste sind Sie gescheitert. Gescheitert? Ja, das mit dem neuen Job für Mimi war ja wohl nicht. Ach so. Ach, wissen Sie, wenn Mimi nur eine Minute länger im Sarg geblieben wäre, dann hätte sie mit Freude bei der Floristin Blumen gebunden. Sie haben sie doch. Das war ja klar. Ei, da ist da ist dein Stern. Now it's time to leave the capsule and feel dead.